Oh Mann, der Bann ist gebrochen. Habe ich einen Hering rausgeholt, einen schönen fast 30er. Moin! Mann, was ist ja los? Erst bin ich ein paar Wochen krank und dann ist hier das Wetter irgendwie bescheiden, wie in vielen Teilen von Deutschland. Und ich habe noch nicht einen Fisch gefangen. Deshalb habe ich heute mal richtig aufgerüstet, in Anführungsstrichen. Soll man ja vielleicht nicht so richtig sagen mit dem. Also ich hab meine Köder und Gerätschaften angepasst, damit ich endlich mal einen Fisch fange. Ich habe hier zwei Grundruten und Wattwurm und andere Naturköder habe ich noch mit. Ja, ich will unbedingt mal einen Fisch fangen. Und ihr seht, wo ich bin. Hier, da hinten sind die Holtenauer Hochbrücken. Die Richtung ist die Lebensauer Hochbrücke. Vielleicht hört man auch ein bisschen die Baustelle. Die Lebensauer wird ja irgendwann erneuert. Ja, die linke ist mit Wattwurm. Montage zeige ich euch nachher. Und die rechte ist im Augenblick noch mit Tauwurm. Da will ich aber nachher noch, wenn die aufgetaut sind, noch große Garnelen dran machen. Ja, das erstmal zum Setup und hoffentlich kommt gleich ein Fisch raus. Ich hatte kurz, nachdem ich die erste mit Wattwurm rausgeschmissen habe, tatsächlich einen Anfasser. Geht schon wieder los, ne? Also C, C, C. Ja, achso, unsere Freunde, die Kormorande sind auch da. Guck mal. So, wir haben jetzt morgens 7:30 Uhr, wir ziehen schon wieder hunderte von Kormoranen durch. Die kommen von der Ostsee. Das sind so viele, man hört den Flügelschlag. Das ist schon der dritte Schwarm, der hier durchzieht. So, ich zeige euch jetzt mal eine Methode, die ich heute benutze. Ich habe hier den Buttlöffel, der ist jetzt mal pink. Mit so ein bisschen Fluo-Punkten drauf. Über Tag ist das im Prinzip egal, was ihr nehmt für einen Buttlöffel. Ein bisschen Farbe ist gut. Muss jetzt nicht unbedingt UV-aktiv sein. Es geht ja um das Flattern quasi. Ich hatte hier oben und unten Tauwurm dran. Der obere ist noch dran. Unten habe ich einen Circle Hook. Da ist abgefressen. Das sieht aber nicht nach Fisch aus. Und da packe ich jetzt mal eine Eismeergarnele drauf. Also das ist diese Eismeergarnele mit Schale und allem drum und dran, Kopf. Den Kopf mache ich ab, kriegen die Fische. Den Schwanzpanzer mache ich auch ein bisschen ab. Läuft mehr Saft raus, kriegen auch die Fische. Und dann wird die Eismeergarnele quer gehakt, dass der Haken frei ist. Hier ist der Circle Hook. Einfach durchführen. So hängt der Haken frei. Der Fisch kann den nehmen, beißt, zieht irgendwann ab und bleibt dann durch den freiliegenden Circle Hook von alleine hängen. Das ist die Theorie. Hat auch geklappt letztes Jahr. Habt ihr alles gesehen. Und um das Ganze noch so ein bisschen zu sichern, kommt der Beitband drauf. Also hier Beitband um den Hakenschenkel wickeln. Und dann einmal hier quer, unten drunter und dann immer hier schön nicht zu fest, sodass das jetzt hält. Kann man noch Flavor drauf machen, also Knoblauch, Shrimp oder so. Das bleibt einem jedem selbst überlassen. Je nachdem, wie alt die Garnelen sind, kann man mit ein bisschen Sprühstoß den noch ein bisschen attraktiver machen. Ja, der Kormoran haut jetzt ab. Hier ist ein Schiff. Die haben hier aber vorne auch gejagt. Gesehen, dass sie was gefangen haben, habe ich nicht. Aber zum Glück sind hier nur ein paar. So, dänischer Kymo aus Svendborg. Schön ins Schraubenwasser. Thema Schraubenwasser habe ich ja immer wieder erwähnt. Da ist ja jetzt ein bisschen Bewegung. Wenn da unser Köder liegt, ist das vielleicht von Vorteil. So, man wird ja nicht jünger.
Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, der sich das leicht machen will, alt oder jung. Die Montage flach abzulegen, parallel zum Ufer. Dann braucht man sich nicht strecken und bücken, um die Ruten beim Biss anzuheben. Ich glaube, es gibt auch U60, die das gerne nutzen. So. Jetzt mach mal was hier. Ein Biss, ein abgefressener Köder. In anderthalb Stunden. Na gut, also wir haben jetzt kurz vor 9. Thema Beißzeit ist ja ein Lieblingsthema von mir. Heute war die 5.55 Uhr. Aber da habe ich mich noch nicht sozusagen aufraffen können, hier am Wasser zu sein. Da ist es ja noch sehr dunkel. Und ich war dann quasi mit Sonnenaufgang hier 7:30. Ja, wenn das stimmt mit der Beißzeit, dann war die 8 zu Ende. Aber es kommt noch mal eine kleine Beißzeit 12. Also so lange mache ich noch, also bis 1. An der Stelle, wo ich im Herbst mit jedem Wurf einen Hering hatte, NOK-Heringe satt, guckt euch mal das Video an, das waren noch Zeiten. Das ist ja links runter. Da steht auch einer. Das ist ja auch eine ganz gut benutzte Angelstelle. Der ist auch gerade erst gekommen. Ja, mal gucken. Also hier oben ist das Kanalfeuer, das Lokal. Das sind hier so 100 Meter. Da kann man direkt parken. In die andere Richtung ist halt alles gesperrt hier. Das ist hier quasi Sackgasse. Da kann man nicht unter der Levensauer Hochbrücke durchlaufen oder fahren. Das ist ein kleiner Vorteil. Hier hat man eine Ruhe vor Fahrradfahrern, Fußgängern, Hundebesitzern, anderen, die hier auf dem Plattenweg sonst immer sind. Und da kann man seinen Kram hier ganz schön in Ruhe machen. Aber es beißt nicht. Geht schon wieder los. Was ich immer mache, ist hier immer mal den Köder bewegen. So viel Schiffsverkehr ist heute auch noch nicht gewesen. Und dann halt immer entweder den Buttlöffel ein bisschen Bewegung reinbringen, dass er so ein bisschen aufflattert. Oder die andere Montage mit den Wattwürmern, dass sie sich so ein bisschen in der Strömung bewegen, ihren Saft loslassen und dann sozusagen hoffentlich einen Fisch anlocken. Ja, also im letzten Jahr war das deutlich anders. Da bin ich an das Angeln gewöhnt, auch wenn es mal kalt war oder so. Da waren da wenigstens ein paar Heringe da. Ich habe auch noch die Heringsroute. Immer 10 Würfe gemacht, immer zwischendurch, da war auch nichts. Also ich weiß nicht, was dieses Jahr ist hier, woran das liegt. Wasser ist so mitteltrübe. Putz haben wir jetzt langsam Laichzeit. Aber normalerweise so, wir haben jetzt Mitte Februar genau. Normalerweise dürften die noch nicht alle rausgezogen sein. Also der Putt laicht ja nicht im Kanal, sondern der zieht ja dann von seinen Fressplätzen, wo er im Sommer und Herbst war, langsam in die Ostsee und kann echt nicht sagen, wie schnell die schwimmen und wie lange das dauert. Ich weiß nur, dass ich hier sonst Januar, Februar immer noch Butts hatte und irgendwann angelt man auch nicht mehr auf Butt, weil dann die an der Seite, wo die Laich drin ist, da ist einfach nur noch Laich und dann kann man die auch nicht mehr mitnehmen und sinnvoll verwenden. Butt hat ja nach Protokollnotiz blub von, was weiß ich, vor zig Jahren in Schleswig-Holstein keine Schonzeit und keine Mindestmaße. Naja, aber ein 25er Butt mit viel Laich kann man nicht so richtig verwerten.
Ich hätte aber gerne mal ein Boot, also überhaupt, dass ich mal einen Fisch fange. So, ich fische, ja, wenn ich mit Wattwurm angel, ungern mit aufgezogenen Wattwurm auf dem Haar, sondern auch mit Zirkelhook. Und dann habe ich hier ein Haar dran. Das haben wir letztes Jahr, habe ich mir das mal erarbeitet mit Tipps und Tricks, auch Hinweise von Kollegen, und in England machen sie das ganz häufig. Und das habe ich hier mal für unsere Verhältnisse so ein bisschen modifiziert. Und da ist hier ein kleiner Auftriebskörper hinter und der Wattwurm ist auf dem Haar. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Also ihr braucht eine Ködernadel, die hinten so einen Klapphaken hat hier, wo man sozusagen, wo man den Wurm und den Auftriebskörper durchziehen kann. Wieso, zeige ich euch gleich. Also den Wurm nehmen. Vom Schwanz her. Vom Schwanz her aufziehen. Das Haar ist geflochtene Schnur. Da ist hinten ein relativ großes Öhr drin. Das Öhr einhängen hier, gebunden. Und den Wurm aufziehen, dass hier so ein bisschen Platz ist. Und dann brauchen wir den Auftriebskörper. Das ist hier so ein auftreibendes Maiskorn. Manche Auftriebskörper sind zu schwer. Also das hat genau die richtige Auftriebskraft. Aufziehen. Aufs Haar drücken. Das hält bombenfest, weil hier hinten ist ja der Knoten von der Schlaufe. Und ganz wichtig, hinten den Schwanz. Hinten den Schwanz nochmal einmal durch den Wurm, Entschuldigung, und hinten den Haken nochmal einmal durch den Schwanz stecken, sodass dann sozusagen der Wurm schön gestreckt ist. Das Ganze schwebt jetzt so hier und ihr seht, hier hinten ist noch ein Rapperlackknoten, also das ist auch beweglich. Relativ kurzes Vorfach. Ich habe hier zwei Hackmontage, einer unten, einer oben. Ja, jetzt mache ich noch den zweiten fertig und dann hoffe ich mit frischen Köder, dass es hier weitergeht. Oh Mann, der Bann ist gebrochen. Ja, hier sind gerade ein paar Gastangler aus Hamburg gekommen und dann ist hier einer von den älteren Spezies hier, die hier immer stehen, und da haben wir geschnackt. In der Zeit habe ich einen Hering rausgeholt, einen schönen fast 30er. Der war zwar nicht, ja egal, er war ein bisschen quergehakt. Und dann rabbelte die rechte Rute hier mit Buttlöffel. Da habe ich dann Wattwurm drauf gemacht jetzt doch. Und Lockstoff-Aal. Kleiner Butt unter 20 cm. Der ist natürlich gleich wieder schwimmen gegangen. Ja, also der Bann ist gebrochen und vielleicht zeige ich euch auch mal ein Biss. So, hier, bevor mal wieder einer meckert hier mit meinem Hering so Fach. Hier ist ein Haken. Kleiner Goldhaken, 8er, 10er. Flubindung, Glitter, Fischhaut. In der Mitte ist der Haken abgekniffen. Also ist kein Haken, ist nur quasi die als Lockteaser. Und unten der zweite Haken und das Blei. Also gibt es nichts zu meckern hier. Zwei Haken erlaubt am Kanal. So, ich habe jetzt vier Heringe und den kleinsten habe ich jetzt genommen. Kleinsten Kopf. Und habe hier den rot-weißen Buttlöffel und die Technik ist ja im Circle Hook den Hering unterhalb des Auges, da ist so eine Platte, eine ganz durchgehende harte Platte, da durchzustecken und dass der Circle Hook frei ist. Und da muss man ziemlich lange warten, bis richtig Zug auf der Spitze ist. Manchmal nuckeln die Dorsche auch nur. Und damit kann man also auch einen ganz guten Dorsch erwischen.
Und unten wie jetzt einfach nur eine Karbonade vom Hering genommen, also einfach auch oben quer durchgestochen. Da ist schön alles drin, Schmodder, Blut. Da komme ich auch nicht so weit mit. Macht aber nichts. Die Heringe standen ja auch nur auf 30, 40 Meter. Und vielleicht sind da ja auch die Räuber, also Dorsch, großer Putt oder so. Hatte ich auch schon. Ja, mal gucken. So. Die Angeln sind hier wieder scharf gemacht, die Grundangeln. Ich habe jetzt nochmal das Blei geändert. Ich hatte vorhin 40 Gramm Blei dran. Das fliegt zwar sehr, sehr weit, aber ich habe ja den Fisch quer gehakt. Jetzt versuche ich es nochmal mit meinem üblichen silbernen Blech hier, was ganz gut flattert und was auch langsam absinkt. Fliegt nicht allzu weit. Also vielleicht 20 Meter weniger Wurfweite als mit dem weiß-roten 40 Gramm kompaktes. Aber ihr sollt ja auch mal ein Biss sehen. Ich erzähle euch immer viel, dass ich Fische fange. Ich meine, klar fange ich Fische. Aber ihr wollt ja auch sehen, wie ich sie fange. Und wie die Technik ist. Also wenig Bewegung hier. Ein, zwei Kurbelumdrehungen. Ganz leicht anrucken und dann das Blei arbeiten lassen. Da ist was. Seht ihr das? Da steht relativ dicht am Grund der Fisch. So ein kleinerer. So, hier haben wir eine hohe Böschung. Muss man nachher die Rute runternehmen, damit der Fisch nicht an die Oberfläche kommt. Weil wenn er an der Oberfläche ist und schlägt, dann verliert man ihn meistens. Da kommt er. Ah, ganz guter. Ja, man muss jetzt halt überlegen, wenn das so schlecht beißt, ob man was ändern kann. Ich habe jetzt hier auf dem Banded Worm hatte ich ja so ein leichtes Ziehen. Da hat er sich einen Köder runtergezogen mit dem Plastik, mit dem Plastikmais. Oben ist nix. Ich werde jetzt mal da nochmal eine kleine Änderung machen und hier auch Buttlöffel montieren mit einer anderen Kombination. Aber das ist ja relativ kurz hier der Seitenarm, der obere. Fett 2 Wattwürmer drauf, gemacht mit A-Lockstoff und unten kurzes Vorfach, Zirkelhook und Heringskarbonade fetzen. Mal gucken, ob das was bringt. Und nächster Wurf. Einen relativ großen Schnurrbogen durch den Seitenwind. Hier geht's noch. Aber unter der Holtenauer Hochbrücke, da pfeift der Wind genau rein. Und da hat man natürlich ziemlich Schwierigkeiten, das zu kontrollieren. Deshalb hatte ich mir heute hier diese Stelle ausgesucht, weil die trotz Westwind so ein bisschen geschützter noch ist. Wir haben hier eine hohe Böschung. Wird immer höher. Wir haben die Brückenkonstruktion hinten, die Lebensauer. Mit den Rampen da hoch. Und da kann man hier einigermaßen noch angeln. Und den Köder kontrollieren. Da war was. Da ist was.
will nicht so richtig. Jetzt. Jetzt. Oh. Wie plötzlich zubbeln. Es war nur ein kleines Rupfen. Man saß gar nicht in der Rutenspitze. Mehrfach. Und dann musste ich ihn auf der Stelle taumeln lassen. Und die stehen auch gar nicht so weit draußen. Also die stehen hier vielleicht nur 30 Meter am Grund. Ja, kämpft wie ein Löwe, ist auch ein guter. Das sind die schönen ersten fetten Frühjahrshirn. Die sind noch richtig fett hier. Ups. Oh. Ja, hier Vänkisch. Van Quisch. Wie auch immer. Wird auch durch seinen Ross zusammengehalten. Aber das ist so ein Zeichen. Trotz so ein bisschen Rezession lohnt sich Schifffahrt. Und die bringen alles zum Laufen, was fahren kann. Er ist auch nicht ganz voll beladen hier anscheinend. Aber den werde ich mal abwarten und dann ins Schraubenwasser pfeffern. Ist ja wieder immer wieder das Thema hier im Kanal. Im Schraubenwasser, da ist Unruhe dann. Und da kann man auch mal wieder einen Hering erwischen. Kommt noch ein Schlepper hier. Schlepper sind auch relativ häufig hier. Die müssen ja manchmal den großen Frachter auf den Haken nehmen. Bei bestimmten Windrichtungen und Unerfahrenheit der Kapitäne. Damit die in der Schleuse nicht das Schleusentor anrammeln. Das ist heute quasi wie so ein Best-of meiner Angeln der letzten Jahre hier. Man hatte eine Ahnung, als ob da was wäre. Aber hat gleich wieder losgelassen. Relativ hier vorne, wir müssen mich mal einholen. Schraubenwasser vom Schlepper. Knapp erreicht. Muss auch gleich mal wieder bei den Grundruten bei. Und Köder wechseln, frischen Köder dran machen. Ja. So, ich mache jetzt erstmal. Ich muss, glaube ich, mal die Wattwürmer austauschen. Der Buttlöffel mit dem Heringskopf ist jetzt links. Da war eben leichtes Fribieren drin. War aber noch nichts. Was jetzt auf einen etwas größeren Fisch schließen lässt. Aber das hat hier nichts zu sagen. Bei der Methode mit Heringskopf ist es manchmal so, dass sie an dem Kopf ein bisschen rumspielen. Wenn die nicht allzu groß sind, die Dorsche, so ein 40er, der braucht dann ein bisschen, bis er den Kopf drin hat. Und erst wenn dann die Rute richtig krumm ist, braucht man ja bei Circle Hawk nicht anschlagen, kann man den einfach rauskurbeln. Jetzt ist aber rechts, glaube ich, auch was. Oder ist es der Wind? Doch, rechts ist auch, glaube ich, was. Aber das zuppelt nicht richtig. Das kann kein großer Fisch sein. Das kann nur was Kleines sein. Normalerweise, wenn es ein Dorsch ist, dann hängt er sich am Circle Hook auf und dann rappelt es in der Spitze. So, jetzt kommt hier gleich ein kleiner Kymo. Reederei Weine Barents. Fährt häufig hier durch. Die sind immer orange. Die heißen alle mit Vornamen, in Anführungsstrichen, Lady. Lady Alexandra. Mal gucken, vielleicht bringt die Lady mir Glück. Nur noch mal ein bisschen antickern hier.
Der macht nur so ein bisschen Sog und Schwell und bewegt eher nur den Köder. Und ganz leicht die Schnur noch mit. Hier, ihr seht das. Spitzen nach rechts. Während die großen Schiffe eben, die haben eine richtig, die Montage richtig 10 Meter nach rechts verlegt. Das geht hier so. Und manchmal kommt in der Situation Biss. Und scheint Holz geladen zu haben. Na gut, dann kommt er aus Finnland, da gibt es Holz. Die Wagge hat Bewegung auf der rechten Rute. Das ist wieder die Selbsthakmethode. Ich bin jetzt echt tatsächlich ein paar Stunden hier schon. Und auf Grund läuft hier gar nichts. Hier sind vier Kollegen, zwei aus Hamburg, zwei von hier. Die Hamburger haben gar nichts und die von hier, die haben einen Hering und einen Plattfisch. Und ich habe 5 Heringe oder so oder 6. Aber eigentlich nur aus lauter Langeweile immer mal so ein bisschen immer zwischendurch geworfen und meinen Heringe rausgeholt. Ja, was das jetzt auf der rechten Route war, wo ich wieder den Banded Worm, also mit der Haarmontage, dran hab. Also ist zäh. Ich habe tatsächlich von den 30 Würmern habe ich echt noch viele, mindestens die Hälfte glaube ich noch. Also ganz wenig Wurmverbrauch hier. Also zumindest bin ich Schneider, immerhin erster Fisch, Hering, wie immer so. Oh, ihr seht hier, ist auch schon über eine halbe Stunde wieder drin, ist unangetastet. Also hier ist irgendwie gar nichts los auf Grund. Bin jetzt ja noch einen kleinen Zupf da, der anderen Montage, aber irgendwie so richtig tut sich hier nichts. Schwankt hier auch noch das Bild. Tut tatsächlich mal ein Biss hier. Und verhauen, na toll. Oder? Ja, auf den unteren Haken. Das sind 2 Nuller. Wahrscheinlich zu früh angehauen. Ja, ich habe den ganzen Tag gebraucht, um 30 Würmer zu verangeln. Von 7 bis jetzt 16 Uhr. Unglaublich, ich habe immer noch ein paar. Oh, ja, war sehr, sehr zäh. Also teilweise war lagen die Würmer eine Stunde drin, unangetastet, sahen noch aus wie neu. Und immerhin waren hier ein paar Heringe. Also ich habe hier, ihr seht das, 5 Stück, 6 Stück, nee, 6 Stück hatte ich. Da hinten sitzt noch ein Kollege, der hat von mir die Köppe gekriegt und den halbierten. Und da habe ich nochmal ein paar Tipps gegeben, was ich euch auch vorhin gesagt habe mit dem Heringskopf. Weil jetzt in der Dämmerung kann natürlich, obwohl es hier auch nicht viel los war, kann natürlich trotzdem noch ein Dorsch kommen. Ja, ich habe aber die Faxen dicke. Ich baue jetzt langsam ab. Und immerhin, der erste Fisch des Jahres war mal wieder ein Hering. Boing, 30 cm. Einige waren noch richtig voll mit Laich, einige waren abgeleicht. Also das ist also ganz crazy. Also das ist, ich weiß nicht, die abgeleichten, ob das die Herbstfische waren oder ob die jetzt schon abgeleicht haben, bei dem Wetter, was wir hatten hier, 5 Grad Wasser, also alles total durcheinander. Aber das Jahr kann weitergehen und das Angeljahr im Nord-Ostsee-Kanal geht auch weiter. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir ein Like und in Schleswig-Holstein sagt man Tschüss und ich freue mich auf jeden Abonnenten.